Podcast für Schutz und Sicherheit Nummer 5. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. In diesem Podcast möchte ich auch die verschiedenen Qualifikationen in der Sicherheitsbranche vorstellen. Anfangen möchte ich mit der Grundqualifikation, nämlich der Unterrichtung nach § 34a der Gewerbeordnung. Diese wurde zum 1. April 96 eingeführt, gibt es jetzt also seit gut 20 Jahren und deswegen macht es auch Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt diese Einführung vor 20 Jahren der große Wurf war oder ob es eben doch nur so eine halbherzige Geschichte war. Bis Ende März 1996 gab es gar nichts. Das bedeutet, man konnte einfach so ohne jegliche Qualifikation in der Sicherheitsbranche anfangen. Ja, wer sich an diese Zeiten erinnert, damals war das alles noch ein bisschen entspannter. Ja, es gab noch so die klassischen Pförtnertätigkeiten. Man saß irgendwo in Anführungszeichen dumm rum. Alle Stunde kam mal irgendjemand, da hat man eine Schranke aufgemacht oder hat sich einen Ausweis angesehen und gut war's. Das hat natürlich mit den heutigen Tätigkeiten sehr wenig zu tun. Heute ist es eine ganz andere Baustelle. Alles, was man hier beachten muss, rechtliche Sachen, psychologische Sachen, technische Sachen, von der Dienstkunde gar nicht zu reden, was den Sicherheitsmitarbeitern hier alles aufs Auge gedrückt wird. Ich hatte neulich in der Unterrichtung, haben mir Teilnehmer erzählt, die in einer Flüchtlingsunterkunft arbeiten, dass sie nachts für die Ausgabe von Tabletten an die Flüchtlinge zuständig sind. Also es heißt, ein völlig unqualifizierter im Bereich der Medizin gibt dann nachts irgendwelche Tabletten aus, weil sonst keiner da ist. Also eine ganz tolle Geschichte, aber wie gesagt, also heute ist das alles ein bisschen anders. Ja, die Unterrichtung wurde damals gestartet für Unselbstständige, also für Arbeitnehmer, 3 Tage und für die Selbstständigen 5 Tage. Und weil hier große Bedenken aus der Sicherheitsbranche waren, gab es eine sogenannte Besitzstandswahrung. Bedeutet, alle die, die schon zum 31.03.1996 in der Sicherheitsbranche gearbeitet hatten, mussten die Unterrichtung nicht machen. Das heißt, hier haben also viele Firmen noch kurz vorher auf Halde Leute eingestellt, weil dann eben hinterher die Leute die Unterrichtung nicht benötigten. Die Themeninhalte der Unterrichtung waren damals schon dieselben wie heute, also Thema Recht der öffentlichen Sicherheit. Da geht es um Unterschiede zwischen privater Sicherheitsdiensten und zum Beispiel der Polizei, die ja hoheitliche Rechte hat, die Sicherheitsdienste, die Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten, nur diese Jedermannsrechte, eventuell übertragene Rechte wie das Hausrecht. Dann natürlich die Gewerbeordnung, Bewachungsverordnung, die ja damals neu geschaffen wurde für diese Geschichte. Das Thema Datenschutz, dann zivilrechtliche Sachen wie Selbsthilfe, Eigentümer, Besitzer, solche Geschichten, Thema Schadenersatz. Und auch damals hatte schon das Thema Strafrecht einen großen Stellenwert. Also zum Beispiel, was ist eine Notwehr, vorläufige Festnahme, dann verschiedene Straftaten wie Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung. Alle diese Klassiker, Sachbeschädigung, die wurden das auch damals schon im Rahmenplan genannt und den Teilnehmern vermittelt. Das Ganze war damals ein Sitzschein, bedeutet, man hat sich einfach da reingesetzt 3 Tage und nach 3 Tagen haben wir das Zertifikat bekommen, ob man was mitbekommen hat oder nicht. Ich hatte mal eine Unterrichtung, da hat wirklich ein Teilnehmer 3 Tage lang nur zum Fenster rausgeschaut mit verschränkten Armen und hat dann zum Schluss das Zertifikat bekommen, weil es keinerlei Nachweis gab, dass ich auch irgendwas in diesen 3 Tagen mitbekommen habe. Ich hatte auch mal eine Dame mit Kinderwagen in einer selbstständigen Schulung. Da hatte offensichtlich der Mann die Lizenz verloren und dann hat sich halt die Dame da mit dem Kinderwagen 5 Tage reingesetzt, ein bisschen in der Nase gebohrt und hatte dann nach die Legitimation, eine eigene Sicherheitsfirma zu eröffnen. 2000 wurde das Ganze dann ein bisschen verschärft mit Einführung der Sachkundeprüfung. Auch dazu wird es hier im Podcast eine eigene Folge geben. Und zwar hat man dann die Unterrichtung für die Arbeitnehmer auf 5 Tage erhöht und die für die Selbstständigen auf
2 Wochen, also 10 Tage. 40 Unterrichtseinheiten und 80 Unterrichtseinheiten. Der Inhalt ist gleich geblieben, es kam also nichts Neues dazu, sondern man hat also dann einfach nur, in Anführungszeichen, den Stoff, den man vorher in 3 Tagen den Teilnehmern erzählt hat, dann auf 5 oder sogar auf 10 Tage ausgedehnt. Ein Unterschied zu vorher gab es aber doch, nämlich stand jetzt dann in der Bewachungsverordnung drin, dass sich der Dozent bzw. die IHK durch mündliche und schriftliche Verständnisfragen davon zu überzeugen hat, dass der Teilnehmer auch wirklich den Inhalt zumindest grob verstanden hat. Ja, Problem ist hier, dass in den letzten Jahren vermehrt Teilnehmer hier in den Unterrichtungen sind, die Deutsch nicht als Muttersprache haben und es dann immer wieder Probleme gibt, wenn eben jetzt jemand aufgrund dieser geringen Deutschkenntnisse dann eben das Ziel nicht erreicht oder dann ein Testchen, was dann bei vielen IHKs zum Schluss geschrieben wird, eben nicht besteht, dann aber trotzdem die 425 Euro bezahlen soll, die die Unterrichtung kostet. Also es ist ein bisschen ein Problem. Andererseits weisen alle IHKs vorher darauf hin, dass ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sein müssen. Ja, und da muss halt jeder für sich selber überlegen, ob er eben ausreichende Deutschkenntnisse hat, um dann einfache Verständnisfragen zu beantworten. Ich erinnere mich mal an eine Prüfung, also eben nicht Prüfung, sondern einen Test bei einer Unterrichtung. Da waren Teilnehmer so auf der Kippe. Also es war eher so, dass es wohl nicht bestanden hätte. Und dann wurden ihm also noch ein paar Verständnisfragen mündlich gestellt, um eben sicher zu gehen, so oder so. Ja, dann habe ich ihm die Frage gestellt, erläutern Sie mir, was ist ein Sicherheitszaun? Seine Frage war dann, was ist ein Zaun? Oder anderes Beispiel, auch so eine mündliche Frage dann an den Teilnehmer. Und zwar habe ich ihn gefragt, nennen Sie mir doch mal die 4 Arten von Sicherheitsverglasung. Und seine Antwort war dann Notwehr. Ja, also wie gesagt, da ist es natürlich dann sehr schwierig, solchen Teilnehmern zu bestätigen, dass sie den Inhalt zumindest grob verstanden haben. Auch wenn die Teilnehmer das zum Teil dann nicht verstehen aus ihrer Sicht, wieso sie das Zertifikat nicht bekommen, ist es natürlich schon sinnvoll, weil man stelle sich vor, dass so ein Teilnehmer nachts um 3 dann die Polizei oder die Feuerwehr anrufen soll und denen irgendwas hier erklären, wenn er nicht einmal die einfachsten deutschen Worte hier aus dieser Unterrichtung mitnehmen kann. Gut, mit der Unterrichtung darf man dann in allen Bereichen der Sicherheitsbranche arbeiten, mit einigen Ausnahmen, nämlich als Türsteher, als Citystreife und als Ladendetektiv darf man nicht arbeiten. Das dürfen nur die, die die Sachkunde haben oder eben auch schon entsprechend lange dabei sind oder eine andere anerkannte Qualifikation haben. Dazu gehören zum Beispiel ehemalige Polizeibeamte oder Mitarbeiter des Zolls oder auch Feldjäger oder Mitarbeiter im Justizvollzug. Alle die sind von der Unterrichtung befreit und könnten dann gleich so in der Sicherheitsbranche arbeiten. Wenn jemand eine höherwertige Qualifikation hat, zum Beispiel Fachkraft für Schutz und Sicherheit, auch die werden wir uns natürlich noch hier im Podcast vornehmen, dann braucht er auch die Unterrichtung nicht, sondern dürfte gleich entsprechend arbeiten. Mindestalter logischerweise 18 Jahre. Unter 18 Jahre darf man grundsätzlich in der Sicherheitsbranche nicht arbeiten. Gut, das war's. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du gerne bei Facebook liken oder deinen Freunden empfehlen. Wenn du Fragen hast, die wir hier im Podcast beantworten könnten oder besprechen könnten, dann bitte per E-Mail an mich. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.